So, nach 1945 kam mein Vater aus russischer Kriegsgefangenschaft wieder und wir pachteten einen Bauernhof und die Arbeit war schwer und alles war kalt und nass und die Bauernarbeit war wirklich noch wirklich sehr schwer, wenn man vor allen Dingen alles mit einem Pferd bewirtschaften musste. Man sprach damals schon von der notleidenden Landwirtschaft und dass das so nicht weitergehen würde damit. Ich beschloss also nach dem Abitur in Wirtschaft und Technik eine Karriere zu machen. Ich wurde graduierter Physikingenieur und nachdem ich das gerade geschafft hatte, ich hatte ein Wochenende frei, wurde ich als Wehrpflichtiger bei der Bundeswehr eingezogen und war wieder dann auf dem Boden der Tatsachen und in der Erdnähe konnte ich meine weitere Arbeit weiter verrichten. Ich habe mich als Soldat auf Zeit verpflichtet und wurde dann technischer Offizier und 1974 als Hauptmann entlassen. 2 Jahre weiter war ich Morisken-Tänzer. Ich konnte trotzdem mein Staatsexamen in Elektrotechnik und Physik mit einer 2, so und so Note absolvieren, den 8-semestrigen Studiengang im 6. Semester und war sehr leistungsorientiert. Und dann ging die Pechsache erst richtig los. Der Praxisschock in der Berufsschule erwischte mich voll. Ich wollte ganz sehr im Sinne, so wie ich es an der Technischen Universität gelernt habe, eine Unterrichtsgestaltung nach lernpsychologischen Grundlagen entwickeln. Die Schüler sollten ganz einfache Möglichkeiten haben, zu erkennen und sich ein Grundwissen anzueignen. Das war vollkommen falsch. Die Linkspädagogik, die hatte da ganz andere Vorstellungen von Bildung und Erziehung. Es sollten affektive Lernziele erreicht sein. Die Schüler sollten aus einer intrinsischen Motivation sich mit Problemen befassen und auseinandersetzen. Selbstverwirklichung war groß geschrieben und schließlich sollte das Ganze dann in einer antikapitalistischen Wertewandlung ändern. Unsere ganze Kultursphäre sollte dementsprechend geändert werden. Nun, ich ließ mich da nicht beirren und habe dann, so ist es auch mittlerweile anerkannt, meine Arbeiten ausstellen können und veröffentlichen können. Das, was mir jetzt bestätigt wurde, sogar vom Ministerium her, ist eine konzeptionelle Verwirklichung curricularer Lehrpläne mit operationalen Manuskripten. Die Schüler entwickeln also ihr Grundwissen pro Unterrichtsstunde in übersichtlicher Form. Sie haben Gesamtzusammenhänge auf einen Blick und das Ganze wird dann auch noch ästhetisch gestaltet und sehr unterschiedlich. Und wenn man dann weitermacht mit den Arbeiten, mit den Schülern, wenn sie das Grundwissen haben, sind sie angeregt. Da kann ich Ihnen das Problem stellen, ich bin eine politische Fee und ihr dürft euch jetzt auf ein Plakat einen politischen Wunschzettel verwirklichen. Das ist wunderbar, was da zusammengekommen ist. Meiner Meinung nach ermöglicht das eine ganz neue wissenschaftliche, pädagogische Forschung. Wenn man damit weitermacht, dann erklärt man ganz genau, welche Schüler wir wirklich haben, wie sie denken, wie sie Wertvorstellungen entwickeln und welche Interessen sie haben. Ich habe bei all diesen Aktivitäten, die mich manchmal auch sehr verzweifelt macht, das war also ein sehr häufiger Weg, habe ich sehr viel Kraft und Energie beim Tanzsport entwickelt. So wie der Morisken-Tanz 1976 aufgeführt wurde, war ich engagierter Teilnehmer an der Gymnastrada, habe Rock'n'Roll mit Schwerbehinderten, mit Rollstuhlfahrern ausgeübt. Und später dann in der internationalen Folklore und nicht zum Letzten beim Stepptanzen sehr viel Freude gehabt und sehr viel Energie aus dieser Freude herausgewonnen.
kaum tanzt man 34 Jahre. Ja, ach so, dann. Genau, hier sieht man jetzt einen schönen Steppschuh in Großaufnahme.